Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen bei Kapitel 5.4 Exponentielles Wachstum modellieren. Exponentielles Wachstum, das sollte euch schon bekannt vorkommen. Dabei hattet ihr immer solche Funktionsgleichungen wie diese hier. F von x gleich 10 mal 1,02 hoch x. Denn bei diesen Funktionsgleichungen, das wisst ihr vielleicht noch, kann man ganz tolle Anwendungsaufgaben erfinden. Erteilt hat man eine erfunden. Ja, zum Beispiel können wir uns mal überlegen, diese 10 hier, die stehen für einen Kontostand. Und diese 10 Euro bringen wir jetzt zur Bank und die Bank gibt uns dazu dafür 2% Zinsen. Das heißt, wir hätten dann jedes Jahr unsere 100% plus noch 2% Zinsen, macht 102%, und dieser Wachstumsfaktor, so nennt man das, wäre dann 1,02. Kurz zur Überlegung, wenn wir keine Zinsen kriegen würden, also die Zinsen wären 0%, dann wäre der gerade mal 1. Das heißt, am Ende des Jahres 10 mal 1 hätten wir immer noch nur die 10 Euro. So kommen 0,02 von den 10 Euro am Ende jedes Jahres dazu. So, machen wir jetzt aber mal ein Beispiel. Also nehmen wir an, ich habe 10 Euro, ich bringe die zur Bank. Ja, mehr hat er nämlich nicht mehr, was ein neues und zu teuer war. Hey, Sie können doch hier keine Schleichwerbung für die Firma machen. Ja, es hätte doch auch sein können, Sie haben sich Ihr Smartphone oder beim Mann, das nervt. Jetzt hören Sie mal auf, es reicht, kommen wir zurück zur Mathe. Also ich habe 10, na gut, nur 10 Euro. Jetzt! Also, ich habe die zur Bank gebracht. Wie viel habe ich dann am Anfang? Also, was ist f von 0, Herr Thein? Gut, f von 0, da würde ich gerade eben, wir haben die 10 und dann 1,02 hoch 0. Irgendwas hoch 0 ist immer 1. Also, am Anfang hat er die 10 Euro, mehr nicht. Richtig. Nach einem Jahr habe ich jetzt schon viel mehr. Gut, reicht vielleicht nicht für nur ein Smartphone, aber ich habe 10 mal 1,02 hoch 1. Hoch 1 können wir weglassen. Das heißt, wir haben 10 mal 1,02. Das macht 10,20 Euro, 10,2 Euro. Und nach 2 Jahren, f von 2, wie viel habe ich da? Na gut, nach der Formel müssten wir jetzt rechnen, 10 mal 1,02 hoch 2. Richtig. Das wären ja gerade 10 mal 1,02 mal 1,02. Und das hier, das ist ja genau das, was im ersten Jahr sozusagen auf dem Konto am Ende war. Das heißt, wir haben nichts anderes als die 10,2 mal 1,02 und das wären 10,404 am Ende des zweiten Jahres. Übrigens, wer den letzten Schritt jetzt nicht im Kopf hat, kein Problem, hat Thein auch einen Taschenrechner dafür benutzt. So, zunächst müssen wir ein paar allgemeine Begrifflichkeiten klären. Haben Sie hier oben eingeblendet, f von 0, das Grüne, was hier der Kontostand war, ist allgemein der Anfangsbestand. A, das ist der sogenannte Wachstumsfaktor, der sich eben zusammensetzt aus 1 und dann eben der Veränderung. Hier wäre es plus eben diesen 2%, das wäre das hier drüben. Und allgemein kann man sagen, f von x ist der Bestand zum Zeitpunkt x. Hier ist es so, ist das Geld in Euro nach x Jahren. Gut, Überlegung A. Ich habe ein viel geschickteres Konto als der Herr Fähnlich, und zwar mein Bausparvertrag, da kriege ich sage und schreibe 3% Zinsen. Tja, da gucken Sie. Wie würde da denn die entsprechende Funktion aussehen? Naja, da wäre f von x gleich f von 0, den Anfangsbestand wissen wir nicht, das ist allgemein f von 0. Ich habe nämlich mehr als 10 Euro. Mal gucken. Mal 1,03 hoch x. Aber vielleicht hat der Thein auch nicht aufgepasst und sein Bausparvertrag läuft nicht lang und er muss bald ein neues Konto anlegen. Und aktuell kriegt man ja teilweise gar keine Positivzinsen mehr, sondern Negativzinsen. Nehmen wir an, wir würden minus 1% Negativzinsen kriegen. Wie viel hätten wir dann? Ja gut, 1% weniger als 100% am Ende des Jahres noch zu haben, dann habe ich nur noch 99% von dem, was ich ursprünglich hatte am Ende des Jahres. Na, und das wäre f von 0 mal 0,99 hoch x. Ja, aber x, ich übrigens, auch wenn ich nur 10 Euro habe, ich bin clever, habe kurz eine E-Mail bekommen und da stand drin, ich kann ein Konto abschließen, wo sich mein Kontostand jedes Jahr verfünffacht. Ja, die war bestimmt noch äußerst seriös, oder? Ja, natürlich. War da im anderen so eine Datei, die auf ZIP endet dabei? Ist jetzt auch egal. Aber wenn das so wäre, dann wäre mein f von x, schreiben Sie schon, komm. Ja, bin schon dabei. Ich neide nur Ihren Erfolg. Danke, danke. Es wäre dann f von 0 mal 500%, also mal 5 hoch x. Boah, geiles Konto. Ja, ich verneige mich. Sie sollten alle Geld darauf anlegen, dann sind Sie ein viel glücklicherer Mensch als ich. So, jetzt mal genug der Superlative. Kommen wir wieder zu unserer ursprünglichen Funktion. Und zwar der Bestand nach x Jahren
f von x gleich 10 mal 1,02 hoch x. So, und mich würde es interessieren, wie ändert sich eigentlich der Bestand im x-ten Jahr? Ja, gut, das ist ja gerade die momentane Änderungsrate im x-ten Jahr, also im Endeffekt f' von x, was Sie haben wollen. Unsere Ableitung, kein Problem, dann leiten wir das Ganze doch mal ab. Gut, machen wir das. Das haben wir noch nie gekonnt. Eine Funktion, wo x oben im Exponenten steht, ableiten, das funktioniert leider nur in einem Fall, bei e hoch x, und das haben wir hier nicht. Ah, dann habe ich eine Idee. Ja? Wir können es nämlich umwandeln. Schreiben wir mal auf. 10 mal, Klammer auf, und jetzt e hoch ein ln von 1,02, Klammer nicht vergessen. No, jetzt die große Klammer wieder zu, hoch x. Fällt dir was auf? Ja, e hoch ln, haben wir immer gesagt, hebt sich auf. Und wenn sich e hoch ln aufhebt, bleibt gerade noch übrig 1,02 hoch x, also genau was da vorne steht. Das heißt, diese Seite der Gleichung ist tatsächlich das gleiche wie hier drüben. Richtig, und so eine Potenz von einer Potenz können wir sogar noch ein bisschen einfacher schreiben, nämlich einfach als 10 mal e hoch ln von 1,02 mal x. Gut, das ist jetzt einfach eine E-Funktion, die können wir ableiten. Ihr auch. Und das probiert ihr jetzt einfach mal. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wenn wir es ableiten, überlegen wir uns erstmal, das steht 10 mal irgendwas. Bei der 10 steht kein x, also brauchen wir einfach die Faktorregel. Heißt, bei der Ableitung schreiben wir die 10 hin. Und eine E-Funktion, wenn wir die ableiten, brauchen wir die Kettenregel. Bei der E-Funktion ist es ganz einfach. Wir schreiben erstmal die E-Funktion einfach hin, so wie sie ist. Immer merken, egal wann ihr eine E-Funktion ableitet, immer einfach das Ganze hinschreiben, als sei nichts. Und dann nochmal die innere Ableitung, also die Ableitung von dem oben. Von dem hier. Und das abgeleitet gibt nur ln von 1,02. Gut. Können wir ein bisschen umschreiben, macht man so. Das ln von 1,02 ist eine Zahl, das heißt, es holt man nach vorne. Mal e hoch ln von 1,02 mal x. So, und jetzt haben wir die Ableitungsfunktion von unserem f von x, also f' von x. Und da könnte ich jetzt einsetzen für x4 oder 5 und ich wüsste genau, wie ändert sich der Bestand im vierten oder fünften Jahr. So, mit dieser Schreibweise, mit der e-Funktion, können wir alle Aufgaben, die wir bisher gerechnet haben, berechnen. Und noch mehr, denn wir können ab jetzt alle Ableitungen berechnen, wir können Integrale damit leicht berechnen. Deswegen werden wir alle Aufgaben, die mit exponentiellem Wachstum zu tun haben, mit dieser Formel, mit der e-Funktion berechnen. Das schreiben wir jetzt auch noch allgemein auf. Wir schreiben uns auf, merke, exponentielles Wachstum lässt sich mit Hilfe einer Funktion f beschreiben. Wir haben zwei Möglichkeiten. Zum einen f von x gleich f von 0 mal a hoch x oder f von x gleich f von 0 mal e hoch k mal x. Diese neue Schreibweise mit k gleich ln a. Diese neue Schreibweise empfiehlt sich jetzt wirklich immer zu machen. Eine typische Alltagsaufgabe. Herr Reich legt 3.000 Euro bei seiner Bank, wünscht dir was? Mal ehrlich, also naja. Legt dieses Geld auf jeden Fall bei seiner Bank an. Nach 2 Jahren stellt er fest, dass sein Kontostand 3.250 Euro beträgt. A. Was sollte er machen? B. Sich vielleicht mal überlegen, dass er ein Konto hat. C. Darauf Zinsen kriegt, mit dem Geld vielleicht was anfangen könnte und nicht erst nach 2 Jahren auf sein Konto drauf guckt. Mal ganz ehrlich, das wird kein normaler Mensch jemals machen. Ist ja jetzt gut. Ich gebe zu, ich habe mir die Aufgabe ausgedacht. Okay, ist jetzt vielleicht nicht so lustig. A. Bestimme eine Funktionsgleichung f von t, die seinen Kontostand nach t Jahren beschreibt. B. Nach wie vielen Jahren hat sich sein Kapital verdoppelt? Gut, wir überlegen uns trotzdem mal, auch wenn Herr Thein die Aufgabe albern findet, einen Lösungsansatz. Und zwar folgendermaßen. Bei der a überlegen wir uns allgemein, die Funktionsgleichung lautet ja jetzt t statt x. F von t ist f von 0 mal e hoch k mal t. Und jetzt überlegt ihr euch, f von 0, habt ihr das vielleicht? Habt ihr k vielleicht? Habt ihr da irgendwas schon mal? Und versucht das schon mal einzusetzen. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Gut, wir kennen den Anfangsbestand von 3.000 Euro. Das wurde hier schon eingesetzt für f von 0. Dann haben wir die Funktionsgleichung in dieser Art dran stehen. Und wir wissen natürlich auch schon ein weiteres Wertepaar. Nämlich, wir wissen, dass nach 2 Jahren,
T2 einsetzen, er den Bestand 3250 hat. So, jetzt haben wir eine Funktionsgleichung, wo nur eine Variable ist, nämlich unser k. Was machen wir jetzt? Jetzt berechnen wir das. Im Endeffekt versuchen wir, die Gleichung so umzuformen, dass k auf einer Seite steht. Wer nicht mehr weiß, wie das geht, in dem Video 2.6 Teil 1 haben wir es auch nochmal beschrieben. Versucht es nur mit dem One-Menü, das geht ja erst zu berechnen. Die Lösung sind 3, 2, 1. So, bevor wir hier starten, was allgemein ist, was man bei Anwendungsaufgaben immer am Anfang hinschreiben sollte. Hier nehme ich, dass t in Jahren ist, können ja auch in Wochen, Monaten oder so sein, jetzt ist es in Jahren, und f von t ist in Euro. Entsprechend, nachdem wir das festgelegt haben, aber auch bitte wirklich dann drüben in den Gleichungen keine Einheiten mehr benutzen, das macht es leichter zu rechnen. Okay, wie ging das Ganze weiter? Lösen einer Exponentialgleichung. Zunächst mal geteilt durch 3000, dann haben wir hier auf der einen Seite nur noch e hoch etwas, drüben noch eine Zahl. Wir machen ln auf beiden Seiten, ziehen also den Logarithmus auf beiden Seiten, hier einfach von der Zahl. Hier drüben nutzen wir wieder das, was wir vorhin schon gemacht haben. Ln und e heben sich gegenseitig auf. Was übrig bleibt, ist es 2k von hier oben. Dann nochmal ein halb, dann fällt die 2 weg, hier drüben dazu. Und wir bekommen eine Zahl für k, die wir dann mit dem Run-Menü unseres GTRs ausrechnen können. Und k wären ungefähr 0,0400. Wir haben hier übrigens 4 Dezimalen hingeschrieben, weil wir bei k immer auf 4 Dezimalen genau runden. Bietet sich hier an. Die letzten zwei sind zwar 00, aber damit ihr das mal wisst mit den 4 Dezimalen. Und f von t ist dann 3000 mal e hoch 0,04 mal t. Wichtig wäre noch dran zu denken, dieses k gleich 0,0400, das ist nicht der Zinssatz. Den Zinssatz kriegen wir nur bei diesem Wachstumsfaktor a. Und wir wissen, k ist ln a. Wir müssen jetzt noch a rausfinden, wenn wir den Zinssatz wissen wollen. Darum ging es ja aber auch nicht. So, kommen wir zu b. Nach wie vielen Jahren hat sich sein Kapital verdoppelt? Gut, wir rechnen mit der Funktionsgleichung aus der A. Das ist diese hier. Und jetzt im Endeffekt will er wissen, wann er 6.000 Euro hat. Weil das heißt ja verdoppelt. Das heißt, wir überlegen uns 6.000 gleich die Funktionsgleichung. Und im Endeffekt müssen wir die jetzt nur noch nach t auflösen. Das könnt ihr machen. Läuft im Endeffekt genauso wie vorher. Das Ergebnis gibt es dann wieder in 3, 2, 1. So, im Endeffekt ist es ganz einfach, wie vorhin, wir teilen erst durch 3000. Hier ist es schön, hier kommt eine 2 raus, ist e hoch 0,04 mal t. Wir machen wir den ln, steht hier ln 2, hier ln und die e-Funktion fällt weg, hier steht 0,04 t. Wir teilen durch 0,04, steht das hier da, teilen hat es mit dem Taschenrechner ausgerechnet, dann ist t ungefähr 17,33. Du könntest als Antwortsatz aufschreiben, nach ca. 17,33 Jahren hat sich sein Kapital verdoppelt. Manche meinen jetzt, man müsste hier vielleicht schreiben, nach 18 Jahren hat sich sein Kapital verdoppelt. Aber wenn ihr es so schreibt im Komma, habt ihr auf jeden Fall immer recht, weil im Endeffekt hängt es davon ab, ob die Bank monatlich das Geld auszahlt oder jährlich das Geld auszahlt oder manchmal sogar täglich. Das ist ein bisschen unwahrscheinlich. Aber damit, wenn ihr es so aufschreibt, seid immer auf der sicheren Seite. Auf jeden Fall, auf keinen Fall an dieser Stelle ergänzen, so 17 Jahre und 33 Monate, Wochen oder sonst irgendwas. Denn ihr gebt euch immer auf Glatteis und werdet Fehler machen. 17,33 Jahre wird akzeptiert. Gut, das war's für heute. Wir sehen uns im Unterricht. Bis dann. Tschüss. Ciao.